Versicherungen einfach erklärt. Was genau ist eigentlich Vandalismus? Vandalismus bedeutet, ein unbekannter Dritter beschädigt mut- oder böswillig Ihr Fahrzeug. Vandalismusschäden sind über die Teilkaskoversicherung gedeckt. Die Vandalismusdeckung ist ein Bestandteil der Teilkaskoversicherung, wobei ausschließlich folgende Schäden gedeckt sind. Ein unbekannter Dritter bricht mutwillig an Ihrem Auto den Scheibenwischer, die Antenne, den Rückspiegel oder eine Ziervorrichtung ab. Ebenfalls versichert ist, wenn ein unbekannter Dritter schädigende Stoffe in Ihren Treibstofftank schüttet. Die Vandalismusdeckung greift auch, wenn ein unbekannter Dritter Ihr Cabrio-Verdeck oder die Reifen aufschlitzt. Wird Ihr Fahrzeug durch einen unbekannten Dritten bespritzt oder bemalt, dann wird der Schaden ebenfalls von der Vandalismusdeckung übernommen. Und was genau ist zu tun, wenn Ihr Fahrzeug durch Vandalismus beschädigt wird? Wichtig ist, dass Sie den Schaden vor Ort mit Fotos dokumentieren. Melden Sie uns den Schaden schnellstmöglich auf unserer Website oder per Telefon. Zudem sind Vandalismusfälle stets auch der Polizei zu melden. Für die Erfassung senden Sie uns bitte alle Unterlagen zu, die den Schaden dokumentieren, wie zum Beispiel Fotos und den Polizeirapport. Wie können Sie Ihr Fahrzeug nun gegen Vandalismusschäden versichern? Dafür benötigen Sie eine Teilkaskoversicherung. Vandalismusschäden sind hier bei der Grunddeckung eingeschlossen. Neukunden können auf unserer Website smiledirect.ch direkt ihre Wunschversicherung zusammenstellen. Sie sind bereits Kunde bei SmileDirect? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Für alle unsere Versicherungen gelten die aktuellen allgemeinen Versicherungsbedingungen. SmileDirect. Gute Versicherung. Ganz einfach. Sie haben noch Fragen oder wünschen mehr Informationen? Gerne können Sie uns kontaktieren. Rufen Sie uns an, chatten Sie auf unserer Website mit uns, schreiben Sie uns eine E-Mail oder eine Nachricht auf Facebook oder hinterlassen Sie uns hier auf YouTube einen Kommentar. Erfahren Sie mehr rund ums Thema Versicherung. Abonnieren Sie dazu unseren YouTube-Kanal. Mit unseren Videos Versicherungen einfach erklärt, bekommen Sie den Durchblick.